Ja, die Plattform ist ein zugelassener Sonderflugplatz, ein Hubschrauberlandeplatz für Rettungsflüge. Wir sind im Flugleiterraum. Hier ist der Landestellenhelfer. Der muss bei jeder Landung, bei jedem Start und beim Aufenthalt von Flugzeugen hier anwesend sein, um quasi die Sicherheit zu gewährleisten. Ja, das Team umfasst ca. 20 bis 25 Mitarbeiter, männlich, weiblich, aus allen Berufssparten. Das Kernteam sind so in etwa 10 bis 15. Wir sagen immer unser Hubschrauber, er gehört uns zwar nicht, aber nee, das ist ein Team. Also da merkt man auch keinen Unterschied zwischen Mitarbeitern unseres Hauses und der DRF, sondern das ist ein Kommen und Gehen im wahrsten Sinne des Wortes und das ist freundschaftlich. Durch die Nähe zu Grafenwöhr und eben dem Fluggerät der Amerikaner, das bis zu 11 Tonnen wiegt, haben wir eine entsprechend große und tragfähige Plattform. Also wenn der Black Hawk kommt, dann wird es herin ein bisschen dunkler. Der füllt die Plattform schon richtig schön aus. Ansonsten ist der Unterschied, dass der Christoph 80 oder der Rettungshubschrauber, der klassische Rettungshubschrauber, hier landet, den Patienten in die Notaufnahme selber hinunterbringt. Der Amerikaner liefert bis zur Gebäudekante seine Patienten an und hier übernimmt ein Team der Rettungsstelle bzw. unserer Notaufnahme, das extra für den Fall hochkommt. In der Pandemie sind die Flugbewegungen ja generell etwas geringer, zumindest in unserem Bereich. Und da sieht man schon, dass die Steigerung auch in so einer Zeit die Notwendigkeit von so einem Luftrettungsmittel eigentlich nur noch unterstreicht. Der Hubschrauberlandeplatz ist von besonderer Bedeutung für uns. Zuvor hatten viele Krankenhäuser einen vorgelagerten und ausgelagerten Landeplatz. Dort benötigte man dann ein weiteres Rettungsmittel, um umzuladen und die letzten Meter dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus zu fahren. Und das ist natürlich Zeitverschwendung, Ressourcenverschwendung. Und wir haben jetzt natürlich den Vorteil, dass wir hier direkt landen, mit dem Fahrstuhl in die Notaufnahme fahren. Das ist natürlich viel effizienter und kommt dem Patienten auch vom Zeitlichen zugute.